Viel besser wie vorher. Brutal. Guten Morgen. Guten Morgen. So, Motivation heute. Wir machen M2 Competition. Das, was er am bittersten nötig hat, Leistungssteigerung. Heute ist Black Friday, wie ihr mitbekommen habt. Und mein Telefon dreht voll durch. Bin gleich wieder da. Also, bin wieder da. Wir machen Software, wir machen OBD-Unlock, Zentralschraubensicherung, messen die Zeiten vorher, nachher und machen eine Leistungsmessung. Genau, das ist das, was der M2 Competition schon bitter nötig hat. Zusätzlich zu einem Fahrwerk und Auspuffanlage. Aber Software ist, tut dem Auto richtig gut, weil er einfach jetzt, wo er oben rum, einfach total einknickt, macht er danach ordentlich Alarm. Wird man auch auf der Leistungsmessung sehen. Und genau, wir starten und ihr dürft mit dabei sein. You can't do it, hard times, but you're gonna get through it. I promise you, cause I've been there, got up and I put my mind to it. They told me no, but I told them yes. And I used to feel all alone, so depressed, but I fought back, now I smile again. If I ever fail, I'ma just try again. And I felt pain that I thought it'd never end, but I prayed long and I played my cards. Then the stars aligned, cause I worked hard. Then God went and threw me a curveball. I still swung, hit a home run, and look fear in the face, I don't run. I seen that, but I'm still blessed. I come from a world of no love. I'm hustling all for my family, but I never had nothing handed me. People done shit to me, you can't believe. Back in high school, bitches were laughing at me. Now they're hitting me up, saying what's up. Do you remember me? I'm trying to fuck, nah. I don't fuck with you. With the struggle hard, gotta hustle harder. Put me in the game, I'm the fucking starter. I'm the man in my city like Peter Parker. My only role model is my mom and father. I'ma pay their bills, stack that bread. So much damn shit going on in my head. Used to think that I'd be better off there. Then I realized every day is a blessing. Stop trying, soon I'ma be in your top five. Sometimes I wish I could stop time. Tell me God why the pot died. No, I had to die young to become a legend. Cause I don't really wanna fucking die right now. Every single day in my life I'm stressing. I've been working hard, it's my time right now. I bled first and I shed tears. I'll be a household name by next year. I ain't give a shit when I'm at fear. I'm better turn it up into next gear. I do things that I shouldn't. I did what they said I couldn't. I'm still with the same team that I came up with. Not like Drew Gooden. God will never put you through a situation that you can't deal with. I know when I speak y'all feel it. My cup's low, can you feel it? I'm pouring up for my loved ones and my dead friends that ain't making. When life get hard and it get rough and you feel like you can't take it, search deep down inside, find a last bit of hope. This life one hell of a ride. Also die Kurbelwellensicherung ist fertig. Wir machen jetzt noch schnell den OBD-Unlock. Was ist los? Viele wissen ja, dass die Autos Mitte 2019 ein Update bekommen haben und der OBD-Port gesperrt ist. So, den kann man natürlich mittels, braucht einfach nur ein Gerät, Autotuner zum Beispiel, und kann man den Unlock aufheben, damit wir dann über OBD-Software schreiben können. Die ganz aktuellen haben wieder ein neues Update. BMW denkt sich auch, nee, nichts mit Tuning, Fahrserie. Und die ganz neuen ab Mitte 20 gehen wieder gar nicht. Die Tuner sind alle dran, das zu knacken, alle Programmierer, es geht noch nicht, wird aber irgendwann wieder gehen. Und genau, ausgelesen habe ich ihn schon, ich speichere immer das Serienfile ab, dass wenn mal irgendwas ist, können wir das immer wieder aufspielen. Und genau, ich mache jetzt den Entsperrungspatch und der läuft jetzt selbstständig durch gleich und dann bauen wir den Rest zusammen, machen Software drauf, nee, noch nicht, wir fahren dann erstmal. Wir wiegen das Auto jetzt nochmal für die Leistungsmessung. Das erkläre ich euch gleich nochmal, wie das, wenn man in Sorik, wie das funktioniert. Bauen zusammen, wiegen das Auto, fahren 100, 200, machen eine Leistungsmessung. Dann kommt die Software drauf und dann fahren wir das Ganze nochmal. Und
Schau mal, wie er rennt. Ist geil. Richtig geil. Then God sent me a sign, said carry on with your day. Just stop stressing and tripping. Take a breath, it's gonna be okay. Rest. Das gute Stück jetzt mal. Jeder, der einen M2 Competition hat, auch auf der Rennstrecke bewegt oder so, weiß, die Dinger sind richtig schwer. Einfach sackschwer. Ich lass die mal eben runter. Funktioniert heute richtig gut. Moment, ich muss schnell mal neu starten. Hallo? So, jetzt. Ich kann es euch zeigen. Jetzt! 1653,5 Kilo. Und das Lustige ist, er hat einfach überkreuzt 50,02. Das ist nahezu perfekt. Also wenn wir ein Auto mit einem Gewindefahrwerk Radlasten einstellen, dann wollen wir da auch auf 50,00. Und er hat Serie 50,02. Auto hat ein Schiebedach. Der Tank ist... Ich schau gar nicht, ne? Tank ist genau halb voll. Das heißt, ja, vollgetankt wird er so knappe 1,7 haben. Das ist eigentlich normal. Genau, jetzt hat er sich wieder eingependelt. 1654 waren es gerade. Und wir fahren jetzt raus. Und machen die erste Eingangsmessung 100-200, machen die Insorik-Messung, also die Leistungsmessung, und ihr dürft uns begleiten und ihr könnt gespannt sein, was, wie schnell er ist, was er Zeiten fährt. Ist immer so eine geile Referenz und wird mega. Wir machen jetzt 100-200 Messungen und eine Insorik-Messung im Serienzustand. Insorik kennen wahrscheinlich viele. Dieses kleine runde Teil, was an die Radnabe geklebt wird. Und er ermittelt während der Fahrt Leistung und Schleppleistung. So, das heißt, man nimmt einen dritten Gang, vierten Gang, wie man möchte, bei 1200 Umdrehungen. Dann zieht man den Gang durch bis zum Begrenzer, Gang raus und das Auto rollen lassen. So, dann ermittelt er eben die Schleppleistung. Das Ganze werten wir danach auf dem PC, da ist die Software dazu, werten wir aus. Außentemperatur, Luftdruck, Fahrzeuggewicht, kommt alles dazu. Und es funktioniert wirklich tadellos. Also wir haben das mit einigen Serienautos gemacht. Boah, das ist warm hier drin. Ich schwitze ja gleich. 26 Grad, okay. Wir haben das mit M2 Competition, M2, E92, M3, X3, ganz vielen gemacht. Es funktioniert echt richtig geil. Und genau, das machen wir jetzt. Und fahren dann auch gleich direkt 100-200 im Serienzustand. Und danach programmieren wir und messen das Ganze nochmal. So, wir sind jetzt bei dritten Gang, 1200 Umdrehungen. Jetzt ziehen wir mal den Gang durch. So, jetzt lassen wir das Auto ausrollen und er ermittelt die Schleppleistung.
Da reicht, wenn man 20-30 km/h ausrollen lässt. Weil der Auto vor uns ist. So, ich drehe jetzt um. Wir machen gleich noch einen. Ich mache immer zwei Messungen, dass wir da wirklich eine vernünftige Aussage treffen können. So, jetzt machen wir noch eine Messung. Mein Kameramann zuckt immer so ein bisschen. Unfassbar. Schau dich mal den Typ vor uns an. So, ich bin jetzt mit meinem Bulldog rausgefahren. Habe ich ein bisschen an Kohl eingesammelt. Sieht er eigentlich aus wie Unkraut. Gut, wir werden jetzt das Insurik wieder von der Radnabe wegmachen, weil ich fahre immer ungern damit auf die Autobahn, weil wenn das Ding davon fliegt, kostet ein bisschen Geld. Ne? Ja. Dann fahren wir auf die Autobahn und machen mal 100-200 Messungen. Draghi ist am Start und schauen wir mal. Freitagnachmittag und die Autobahn ist geisteskrank. Ich weiß nicht, wo die alle hinwollen. Wir haben Lockdown eigentlich. Geil? Das ist schon mal viel, viel geiler angefühlt, ne? Gerade so ab 5000, wo er als Serie einfach so ein bisschen war jetzt schon ziemlich geil. Ja. So, jetzt gucken wir gleich mal, ob gleich wieder was geht auf der Bahn. Geh auf der Bahn, Marzipan. Ja. Ich freue mich. Ja. Er geht oben raus so viel besser. Taugt mir einfach. Ich könnte am Tag 15 M2, M4, weiß nicht machen, es taugt mir einfach. Du merkst dieses und dann da oben und geil. Wir haben noch bis Montag 20% Rabatt auf Leistungssteigerungen. Beim Competition M2 sind es normal 1799 mit TÜV von allem drum und dran. 20% sind wir, glaube ich, bei 1420, 30 sowas. Jeder, der bis Montag einen Termin macht, kriegt diesen Preis. Man kann natürlich den TÜV oder was auch weglassen, gar kein Problem. Schickt uns da gerne eine Mail oder schreibt uns, ruft uns an. Können wir euch gerne nochmal durchrechnen. So, ja, dann fahren wir wieder rüber, werten die Insurik-Messungen aus und zeigen euch das Ganze und ihr könnt gespannt sein. Wir wissen noch nicht, was er Serie hat. Wir haben es auch noch nicht angeschaut. Serie hatte und was er jetzt hat. Und genau, wir sehen uns gleich wieder. Wir haben jetzt mal alles ausgewertet. Wir haben Serie Licht. So. 409,6 PS und 539 Newtonmeter. 411 PS und 550 sind ja Serie, der ist minimal weniger, was sich aber jetzt anhand der Zeiten nicht wirklich bemerkbar gemacht hat, weil er 100-200 eigentlich genau das gefahren ist, was ich gedacht habe. Und wir haben jetzt mit unserer Stage 1 508,1 PS und 645 Newtonmeter. Das ist eigentlich fast eine Punktlandung, 650 Newtonmeter und 500 PS geben wir an. Und mega geil. Also wie gesagt, wir haben jetzt nochmal die Zeiten geschaut. 8,02 war die schnellste. Korrigiert 8,03, also es ging auch schön gerade. Zu zweit. So, wir rechnen, man ist den Beifahrer weg.
Dann fährt er eine 7.6, 7.7. So, und er ist ja noch in der Adaptionsphase. Ich bin mir sicher, dass das Auto in 200, 300, 400 Kilometern eigentlich immer eine 7.5 fährt, was normal ist eigentlich für Competition M2. Ja, von 10.4 waren es Serie, gell? 10.4? Ja, 10, ja. 10.4 auf, selbst wenn man die 8 nimmt, das sind 2,4 Sekunden schneller, 100, 200, das brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Ja. Das war's für heute. Denkt an unseren Sale. Bis morgen läuft er noch. Ihr seht das Video am Sonntag, genau. Bis morgen läuft er noch. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Kanal-Abo nicht vergessen, bitte. Und nächste Woche geht's weiter. Wir haben schon wieder geile Sachen am Start.